So, neues Video fängt an. Wir waren draußen in Düsseldorf, haben natürlich Leute ein bisschen gefragt, was geht ab? Wie geht's dir? Was machst du? Und was für Anime schaust du? Denn ihr wisst selber, ich schaue auch in die Videobeschreibung, da sind auch mal andere Links zu den ganzen anderen Social Media Kanälen. Wir erobern auf jeder Plattform, deswegen, ne, wir sehen uns gleich im Video. Gut, meine Frage an euch ist, wenn ihr in die Anime-Manga-Welt reinschaut, was sind so eure Top-Titel? Fangen wir bei dir an. Top-Titel? Ja. Ich muss sagen, Planet, Wow, stark Bruder, an Planet, underrated, okay. die zweite Season. Also es war der erste oder der einzige Anime, der mich wirklich krass zum Heulen gebracht hat. Das Ding ist, ich habe immer gehört, der soll gut sein und depressiv und was auch immer. Aber ich konnte nie reinkommen, Bruder, weil die Augen so groß sind. Ja, das Bro, guck stimmt. mal, so Kopfauge, Bruder. Das ist ein What the bisschen fuck? schwierig. Leider ist auch die erste Season ein bisschen langsam. Ja, deswegen. Weiter? Ich mag sehr Erased, Okay, Race tatsächlich. ist cool, Race, Race. Auch wenn er ein bisschen gehatet wird für das Ende, aber. Ja, Bruder, ich finde aber Ah, für 13 Folgen war komm stark. an. Ja, das ist Facts. stark, ja, safe. Facts, Facts. Okay, geil, wir machen hier weiter. Anime oder Manga jetzt? Oder beides? Bruder, mach beides, Bruder, wenn du im Game bist. Muss sagen, im Game bin ich jetzt mit Manga bin ich wenig gewesen, aber jetzt fange ich auch wieder an. Und wenn es um Manga geht, ist Dragon Ball auf jeden Fall gerade bei mir richtig aktiv. Aktuell? Nee, ich habe von ganz vorne angefangen, bin jetzt gerade kurz vor Z. Muss gut, was hast du zu sagen? Boah, ich merke richtig, sorry, ich merke richtig Dragon Ball Renaissance. So viele Leute kommen wieder in Dragon Ball rein. Erzähl, Bruder, warum ist Dragon Ball geil? Dragon Ball ist wirklich sehr, sehr geil. Ich glaube, es liegt auch daran, weil jetzt mit Daima und Sparkling Zero und sowas, Richtig, richtig. Der Hype wieder zurück Ja, ist. Mann, Es richtig. ist ein super, super krasses Franchise. Die Fanbase ist auch extrem. Ja, ist Ich verstehe den Hype. cool. Die Zeichnung des Mangas ist wirklich. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede jetzt Krass, gerade. Bruder. Wir merken, ein reiner Dragon Ball-Fan, weißt du? Von der alten Schule her. Ich bin damit aufgewachsen, aber ich wusste halt nie so, wie was passiert. Und jetzt von Anfang an, von Classic bis Ende lesen zu wollen, ist schon extrem. Cool, Alter. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, wenn es um Anime geht, bin ich großer Cowboy Bebop-Fan. Boah, mag ich gar nicht, Mann. Es ist Krass, mag ich gar nicht, ja. Ich kann. Ich bin mehr Champloo. Okay, Weißt du? So, weißt du, mehr Champloo so. muss ich auch noch schauen, ist in meiner Liste. Ja. Ich kam noch nie dazu jetzt. Ja. Ansonsten vielleicht Psycho Pass ist geil. Ja, Psycho ist sehr cool, Bruder. Underrated, Bro. Sowieso, ja, sowieso. underrated, Muss ich aber auch erst wieder aktuell werden. Das ist auch immer wieder. Ist viel, Bruder. Drei Seasons und dann noch Filme, OVAs ist Ja, viel meistens. das ist sehr viel gewesen. Sonst ganz logisch, One Piece geht immer. Bester Anime, Bruder, bester Manga, Bro. Muss einfach so sagen, Sorry, Nummer 1, One muss man sagen. Piece Ne? ist über allem. Bruder, er redet wie ein Mann, Bruder, weißt du? Wichtig, danke. Was sagst du? Ja, also gerade aus dem Stegreif ist es ein bisschen schwierig, aber ich bin auch ein bisschen raus gerade bei Anime, aber Attack on Titan natürlich. Attack on Titan, ist ein bisschen basic. Auf ruhig, ja. Auch so ein bisschen die Classy-Sachen, so Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Akira. Bruder, Akira wollte ich auch gerade wieder reingehen. Ist ein Anime, der, sage ich mal, die ganze Anime-Space ein bisschen geformt hat, ne? Ja, Nana halt noch, aber so. Boah, ich habe immer Nana achtmal jetzt gehört, ne? Aber ich schwöre, ich muss, glaube ich, rein. Guck mal, Safe. jeder sagt mir Nana, 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 Es ist Nana, Nana. Nicht unbedingt für jeden. Ja. Also so Nana-Fan erkennt man schon so ein bisschen. Ja. Aber es ist schon sehr interessant, so. So depressiv, düster, bisschen Beziehung, toxisch ja, und so, aber ne? trotzdem gibt es auch so sehr viele cheerful Elemente drin, das ist sehr cool. Ja. Aber gerade lese ich mehr so Manga. Ja. Dorohedoro wäre so mein Favorite. Hab ich durchgelesen, Bruder. Ja. Guter Manga, Bruder, guter Manga, underrated auch. Ich sag nur Nikaido, P-Character und Kaiman. Safe. Ja, geil, guter Punkte. Okay, Bruder, eine Frage an dich. Ja. Gibt es jetzt gerade aktuell irgendeinen Anime-Titel, auf den du dich gerade freust, der vielleicht gerade rauskommt? Oh, eigentlich gar keinen, so. Ja. Ich kappe. Okay, hast du gar keinen? Nee, ich bin eher so ältere. Okay, dann hau mal raus. Was sind so deine Top-Anime, auch im älteren Bereich? Platz 1 Dragon Ball. Ja. So Nostalgie, alles ja, um und an. Ja, ja. Zweitens, Hajime no Ippo. Boah, Ippo, Bruder. Ippo und Dragon Ball, beide sehr starke Titel. Ippo gibt so richtig Motivation. Ja, unnormal. Drittens würde ich One Piece sagen, Classic. Auch stark, Bruder. Aber One Piece muss 1 sein, Bro. Na, Dragon Ball ist was anderes, bin ehrlich. Dann meine Frage an dich, Bruder Herz. Warum sagst du, ist Dragon Ball einfach immer noch die Nummer 1? Vielleicht so ein anderer. Guck mal, das war mein erster Anime, das hat mich alles reingebracht. Und dann noch so, wie heißt das, ja? Wie soll ich sagen? Einfach Nostalgie verbindet, ich verfolge das jahrelang. Jetzt kommt auch Sparking Zero raus, so. Diese Franchise ist aktiv so. Das ist nicht tot so, das lebt immer, deswegen. Sehr guter Punkt, Bruder. In Sparking Zero, ich nehme euch alle. Ich nehme euch alle, Bruder. Alle auseinander, ich sag euch ehrlich. Na. Sagst du, bist du gut? Ich denke schon. Ja, ja. Ich glaube Kid Buu-Man und Gotenks. Gotenks, Bruder, okay. Was sind so generell Charaktere, auf die du dich am meisten freust in Sparking? Goku Black, Hit,
halt viele Supercharaktere, ja, die nicht davor drin waren in Cineverse. So, so Anilasa oder so, dieser große. Was wäre so dein Team, außer jetzt... Oh, welcher? Goku Black mit Super Saiyan 4 Goku Muss. Okay, ja, das ist wirklich krass. Kid Goku. Und als Kind? Ja, ja, ja. Als Teenager. Okay. Und noch, glaube ich, wie heißt er? Freezer. Freezer, Bruder. Sehr interessant, Bruder. Ich hätte so Charaktere genommen wie Future Gohan, Bruder. Super Saiyan 4 von Goku. Hit auch sehr strong. Bruder, einige wollen rein in Jiren. Jiren, ich habe mal gesehen, Bruder, sieht extrem schnell aus. Der hat so übelste Aura und so, rote Aura. Ja. Aber Toppo sieht auch krass aus. Toppo sieht auch sehr, sehr krass. Das ist auch Steroide, Bruder. Ja. Geil, letzte Frage an dich dann. Top-Charakter in Dragon Ball. Top-Charakter. Kid Buu Platz 1. Ich liebe ihn über alles. Ja. Nichts gemacht, der hat einfach nur Planet hochgejagt, Bruder. Aber ich mag das, dieses Dumme so. Das macht einfach nur Druck, ne? Ja, ja. Gotenks wegen diesem kindischen Verhalten, liebe ich. Ja. Und halt Classic Gohan. Aber Team Gohan am meisten. Super Saiyan 2 wahrscheinlich. Ja, wegen Cell. Ich liebe den. Wir alle lieben genau diesen Gohan und danach ist tot, ne? Ultimate Gohan war auch noch krass, aber danach Adidas Gohan und so. Ja, ja, das war dope, Bruder. Das war Uni Gohan, Bruder. Ja, das war, der war kacke. Ja. Was sagst du zu Beast Gohan? Oh, geilste Form, ungelogen. Ja, ja, nach Ultra sind die geilste Form. Ja. Das ist wie Super Saiyan 10, ne? Vom Ding her. Diese roten Augen auch noch, das gilt. Ja. Geil. Danke, Bro. So, meine Frage an dich. Wenn wir die Anime Welt schauen, erstmal müssen wir diese Blue Eyes White Dragon loben, ne? An der Stelle, erzähl mal die besten Kindheitsanime. Kindheitsanime, das typische eigentlich, Pokémon, Dragon Ball. Aber das ist kein Kind. Sowieso. Dragon Ball ist aber so mehr so Kindheit, aber auch erwachsen, weißt du? Auch erwachsen, ja. Aber ja, ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel so Dragon Ball gucken müsste, dann... Wachst du nicht mehr? Damals war ein besseres Feeling, als ich das so geguckt habe. Interessant. Bist du Dragon Ball durch? Nicht ganz, nein. Wo bist du? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Okay, irgendwo bist du, ne? Okay, ja. Okay. Dann frage ich dich direkt, weil du ja Yu-Gi-Oh-Shirt hast, Yu-Gi-Oh oder Pokémon? Kommt drauf an, das sind zwei verschiedene so Welten, würde ich sagen, aber ich bin eher, glaube ich, ein größerer Pokémon-Fan als... Bruder, du hast einfach dein Shirt selber zerstört. Krass. Schade, jetzt kommt Yu-Gi-Oh! Dann erzähl, warum macht Pokémon einfach jetzt besser, beziehungsweise wieso, denkst du, hat Pokémon es einfach geschafft, ja, mal dominant zu bleiben, ja? Die bringen halt die ganze Zeit auch neue Sachen raus, aber ich finde wahrscheinlich der... Was in den Storys alles abgeht, finde ich das mehr... auch andere Kinder von der ganzen Welt sich halt sowas angucken können und denken, oh geil, irgendwelche Tiere, die du fangen kannst. Und ja, man denkt selber, wer Trainer und so, ne? Genau. Ja, so. Okay, super, guter Punkt. Letzte Frage an dich. Wenn wir reingehen, du hast vorhin erzählt, du hast Demon Slayer geschaut, Jujutsu Kaisen, was hast du noch geschaut? Tokyo Ghoul habe ich auch geschaut. Okay. Du sagst, Demon, also von den Anime, die du geschaut hast, wer war der Beste und warum? Ich weiß, ich habe eine Zeit lang... Ich muss sagen, Tokyo Ghoul war einer auch so der ersten richtigen Animes, die ich selber so geschaut habe. Ja. Ich glaube, das ist so am meisten in meinem Herzen. Okay. Vielen Dank, Bro. Gerne. Danke. Dann gehen wir weiter. Dann frage ich euch, wenn ihr in die Anime-Welt schaut, was sind so Anime-Charaktere, die nicht eure Favorite-Charaktere sind, aber ihr könnt relaten, Bruder? Weißt du, das ist so ein Charakter, der ist relatable. So, weißt du, ich fühle mich wie er. Bei dir, Bruder. Boah, was? Falls du eine Idee hast. Hast du eine Idee, Bruder? Wenn nicht, hast du eine Idee? Wenn es um Relatable geht, jetzt gerade, wo wir darüber geredet haben, ich bin jetzt sehr stark auch into Shonen, würde ich sagen. Klar, hier und dort habe ich ja auch gesagt, Cowboy Bebop ist geil, sonst hätten wir einen Psycho Pass oder Ergo Proxy, wenn ihr das was sagt. Kenne ich und auch noch nicht geschaut, aber kenne ich. Ich bin auch noch nicht finished, bin noch ein paar Folgen, muss ich noch gucken. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn es um Relatable Charakter geht, bleibe ich da so basic vielleicht. So ein Ruffy ist ganz cool. Ruffy Ritter? Ich mag dieses, dass er halt für seine Freunde da sein will, immer noch er selbst ist und sich nicht verändern möchte durch die Außenwelt. Richtig. Ich kenne zum Beispiel einige Folgen, wo der zum Beispiel, ich weiß nicht, ich muss gerade, wenn es darum geht, daran denken, dass er zum Beispiel einmal Crocodile gesaved hatte oder sowas. Obwohl nicht Crocodile, Smoker, sorry. Obwohl das dann nicht so angesehen wurde, weil er Navy ist und sowas. Ja, das sügt ihn aber nicht. Ich mag so, dass er so sein Ding macht. Und das nur sein Ding, 100%. Genau, und das ist so relatable. Aber trotzdem halt auch auf seine Freunde noch Acht gibt und alles. Ja. Ansonsten, auch wenn wir wieder da sind, so ein Lysop, klar. Ist Lysop, Bruder? Aber sag ehrlich, Lysop, Bruder, der ist ein bisschen real. Weil guck mal, der ist in so einer geistkranken Welt. Deswegen. Und der ist einfach irgend so ein random Afrikaner, Bruder. Ich finde den einfach cool, weil das ist so, das ist cool, da sind Monster um ihm herum. Überall. Das ist eine richtige Maschine. Ja, genau, er ist einfach so. Irgendwie am Machen, ne? Er ist einfach am Machen. Ja, so ein Hustler ist. Guter Punkt, Bruder, was sagst du? Meistens sind halt so die Charakter, die ich so relatable finde, auch so meine Favorites. Ja. Zum Beispiel Armin aus Attack on Titan. Boah, underrated. Ich sag ehrlich, Armin
Niemand sagt Favorite, Bruder. Erzähl mal, warum. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich mag, ich kann es gar nicht erklären, aber ja. ich finde irgendwie bei ihm so dieser Eifer für die ganzen Themen, so die, er sieht so dieses ganze Freiheitsthema ganz ja. anders als Aaron zum Beispiel. Ja, er war auch der Grund, warum er denn überhaupt diese Strand und so weiter sehen würde. Ne? Ja, ja, ja. Irgendwie wirkt er auch so ein bisschen, er hat so die, menschlich gesehen, so die meisten Qualitäten in meinen Augen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Er will menschlich da sein für die anderen, nicht wie er denn so sich zerstören im Prozess, ne? Safe. Aber mir ist gerade noch einer eingefallen, der so relatable ist, aber vielleicht jetzt nicht mein Favorite, ja. auch aus Nana Nobu. Muss ich erklären. Ja. Mit Glatze, glaube ich, ne? Nee, das ist der Blonde. Okay. Das war der Gitarrist. Mhm. Ja, der ist so irgendwie relatable und ist auch ein Charakter, der irgendwie eine Zeit lang mein Favorite war, aber er hat irgendwie so ein bisschen Scheiße Respekt verloren. Ja, okay. ja, also ist schon cool, aber vielleicht nicht so etwas, mit man so relaten kann direkt. Relaten sollte. So okay, cool. Immer. Ja, bisschen danke. Toxic. Ja, so gut. Ja, Bruder, jetzt musst du dort, ne? Du hast Zeit gehabt, ne? Ah, ich hatte Zeit. Ah, also ich würde sagen, das Ding ist Light von Death Note. Light, Bruder, der will ganze Menschheit vernichten, Bruder. Jetzt. Wow. Okay, okay. Also ich war actually Team L, ne? So, ich auch. Wenn ich das geschaut habe. Ja. Aber kannst du ihn nicht verstehen, so, Light? Doch, guck mal, ich kann Light sogar sehr gut verstehen, weil der will ja wirklich das Böse vernichten. Ja, Bruder, in dem Prozess, der wird Satan selber, Bruder. Ja, aber er benutzt seine Materialien, die er zur Verfügung hat. Aber am Ende wird er dann Fake God. Ja, so, muss man den kaufen. So, okay, Light ist krass. Wer noch? Hast du noch eins? Das ist genauso wie bei Gitto aus Jujutsu Kaisen. Aha. Ja, aber das ist ein bisschen zu extrem, finde ich. Okay. Oder Gitto ist jemand, der ist wie Freezer, ruft Monkey rum die ganze Zeit, Bruder. Ja. Wenn Leute auf dem Boden sehen. Man merkt, der ist anders geworden, Bruder. Das ist ein bisschen Instagram-Humor. Also. Ja, aber ich weiß nicht, was du meinst. Memes. Okay, geil. Ja, warum nicht? Das war's schon. Vielen Dank. Danke, Bro. Danke. So, meine Frage an dich. Wenn du in die Anime-Welt reinschaust, was sind so generell Anime, die du richtig fühlst, die du in deinen Top 3 hast? Mhm. Also als allererstes Attack on Titan, das ist mein Attack on Titan ist gut. Ja. Danach One Piece. Ja, aber guck mal, das Ding ist jetzt, guck mal, ich bin ein bisschen conflicted jetzt. Mhm. Weil One Piece ist für mich eins, immer. Ja. Und du hast Attack on Titan auf eins. Jetzt müssen wir streiten, Digga. Warum hast du Attack on Titan hier, weißt du, über One Piece? Also One Piece ist meine Kindheit. Ich würde eigentlich beides sagen eins, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, hätte ich Attack on Titan 1 gemacht. Ich mochte die Plot-Twists sowieso und das ist einfach mein Herz gewesen so. Ist auch sehr emotional. Wahrscheinlich magst du Eren, wahrscheinlich magst du Levi und so. Ja. Ja, okay. Eine 3? Und Nana. Boah, ich habe den so oft schon gehört. Ja, guck mal, du bist jetzt glaube ich die dritte oder vierte Person. Alle sagen mir rein Nana. Ist das wirklich so gut? Ja, also das kommt einfach drauf an, wenn du sowas auch magst, so wie so Anime halt, die halt mehr so in die Realität zu gehen, wo man auch mitfühlen kann, auch sich selbst da irgendwo finden kann. Dann finde ich, ist das ein guter Anime. Ja. Sehr interessant. Was sind so generell, wenn du reingehst in die Anime-Welt, Charaktere, wo du sagst, das ist ein Charakter, der ist nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, aber ich fühle ihn. Ich kann sehr gut relaten zu ihm, weißt du? Ich würde sagen, Hanji von Attack on Titan. Oh, Hanji ist cool, Alter. Ja. Hanji ist cool. Ja. Erklär mal, warum ist Hanji ein cooler Charakter? Ich finde, sie ist immer glücklich, alles drin, aber innerlich hat sie trotzdem ihre, wo es ein bisschen böse geht. Also was böse, aber die ist ein bisschen verrückt, aber cool, ne? Ja, so, ja. Mhm. Bist du Attack on Titan durch? Ich traue mich nicht, die letzte Folge zu gucken. Okay, du hast aber den Rest schon. Ich weiß eh schon alles, was passiert, aber ich traue mich nicht, die letzte Folge zu gucken. Wie fandst du Hanji, letzte Abgang? War schon krass, ne? Ja. War schon krass. Ich wurde sowieso vorher schon gespoilert, deswegen wusste ich es schon. Ja. Aber ich habe sehr geweint, ja. Gänsehaut. Ja, sehr cool. Lasche,